Ich hätte gerne ein Wiener Schnitzel mit Bratkartoffeln und Preiselbeeren und ein Weißbier. Ich habe einen riesen Durst. Was ist denn das? Cotoletta alla Viennese, uova all'occhio di bue, patate arrosto e Weißbier. Und das nennen Sie Essen? Das ist eine Schande. Was habe ich bestellt? Wiener Schnitzel mit Bratkartoffeln und Preiselbeeren. Non conosco Preiselbeeren. Ho fatto del mio meglio. So, jetzt mache ich mir selber was. So geht's aber nicht. Was machen Sie? Che fa? Che sta facendo? Sind Sie completamente verrückt? Gib her! Gib her! Meine Cugina! Die einzigen Italiener, die ich getroffen habe, die habe ich gedemütigt und beleidigt. Und jetzt wollen Sie mich daran hindern, mir was zum Essen zu machen, nachdem Sie mich fast vergiftet haben. So. Sie sollten sich mal schämen. Prinzessin, Sie versperren mir die Sicht. Sie wollen mich nicht verstehen. Ich habe Sie gesehen mit Ihrem kleinen Motorrad. Wesp. Dafür werden Sie in die Hölle kommen. Himmel und Hölle ist doch Quatsch. Das glauben Sie nicht wirklich. Und? Ciro Benedettini said the woman appeared to be mentally unstable and had been taken into custody by Vatican police. The Pope, who broke his right wrist in the fall this summer, appeared unharmed but somewhat shaken and leaned heavily on aids and an arm. Thank you.
Geliebt den Läusel. Du, und in 40 Jahren, ich schwör's, hat's niemand anderen für mich gegeben. Bis auf das eine Mal. Was? Ich mach alles wieder gut. Wir fahren doch jetzt alle zusammen nach Rom. Zum Papst. Hallo Martina, hier ist Mama. Ruf mich bitte dringend zurück. Das ist wegen Oma. Also die Oma ist nicht gestorben, die ist geflohen. Oma ist eine alte Frau. Sie hat keine Ahnung von der Welt da draußen. Großmutter, deutsch, katholisch. Ist das der Vater von den Au-pair-Kindern? No. Nein. Eine päpstliche Audienz bedeutet nicht, dass sie den Heiligen Vater persönlich trifft. Sie wollen also ihre Sünden loswerden. Ich möchte sie heiraten. Was? Aber nur zum Schein. Sie sind ein Verbrecher. Ich bitte Sie, eine gute Katholikin muss vergeben können. Benedikt. Du hast den Papst mit Pfefferspray attackiert. Das ist meine Mama. Spielen Sie mit oder Sie wandern sofort in den Knast. Ich muss doch vollkommen verrückt sein. Ich wünsche ihm die Pest an den Hals. Ich weiß, Schätzchen. Seit ich hier bin, fühle ich mich lebendig. Dafür werden sie in die Hölle kommen. Wenn ich diese sexy Italiener mit ihren Knackärschen sehe und meine Tochter anschaue. Deine Mama will, dass du glücklich bist. Und ich bin glücklich. Hier. Ganz die Oma. Aufstehen. Ja, was ist denn das? Geil. Wenigstens nicht so geschmacklos, dass man sich ein Leben lang dafür schämen müsste. Ist was?